Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man so eine Mauer hier bauen kann. Ziemlich cool und auch ziemlich einfach zu bauen. Damit könnt ihr dann perfekt eine Burg bauen oder eure Stadt irgendwie einzäunen oder euer Dorf vielleicht. Und ja, das werde ich euch auf jeden Fall in diesem Video zeigen. Auch vorher will ich nochmal kurz anmerken, ich habe schon mal ein Video gemacht zu ein paar Mauer-Designs. Die seht ihr hier. Und das Video werde ich euch unten verlinken, falls ihr noch andere Ideen habt. Aber in diesem Video geht es jetzt halt darum, wie man diese Mauer hier bauen kann. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an hier vorne. So, das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich erstmal markieren, quasi, wo die Mauer hin soll. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt hier euren Bauplatz quasi für die Burg oder euer Dorf, was ihr gebaut habt. Und das umranden wir jetzt quasi einmal mit Steinen und dann, ja, geht die hier halt einfach einmal irgendwie lang. So, und dann muss das halt ungefähr die Form haben, wie ihr es eben haben wollt. Und dann würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so hier. Und dann haben wir hier jetzt mal diese Form hier. Ich mache die, glaube ich, doch nochmal ein bisschen hier. Das sieht sonst komisch aus. Ja, ich glaube, so kann man es lassen. Und auf jeden Fall umrandet ihr das dann einmal komplett. Und was ihr dann macht, ist, ihr macht insgesamt eine 6 hohe Mauer aus ganz normalem Stein. Das bedeutet, einen Stein haben wir jetzt hier schon. Also 2, 3, 4, 5, 6. Und das machen wir jetzt einmal schnell. Wenn ihr das gemacht habt, sieht das wahrscheinlich ungefähr so aus. Und als nächstes können wir jetzt noch ein bisschen mit der Höhe variieren. Und zwar könntet ihr natürlich die Mauer alles auf einer Höhe lassen. Aber es sieht, finde ich, zumindest ein bisschen cooler aus, wenn man zwischendurch nochmal so ein paar etwas erhöhte Punkte hat oder etwas erhöhte Mauerteile. Und ich mache jetzt einfach mal die hier höher. Und dann müsst ihr natürlich aber auch die Säulen jeweils nochmal einen höher bauen. Oder um zwei höher, je nachdem, wie hoch ihr es halt baut. Und dann sollte das in etwa so aussehen. Als nächstes schnappen wir jetzt nochmal Treppen und platzieren die jeweils einmal ganz oben neben den Säulen quasi. So. Und das machen wir dann hier hinten auch nochmal. Das müsst ihr dann natürlich auf der kompletten Länge machen am besten. Und dann schnappen wir uns nochmal den normalen Stone Brick und platzieren den dazwischen. So in etwa. So, da auch noch, hoppala. Und dann nehmen wir nochmal die Treppen, platzieren die unter die Stone Bricks nochmal überall. Und danach platzieren wir nochmal einen Stone Brick Klotz oben auf diesen Stein drauf. Und auf jede Säule nochmal, damit wir hier so eine Zinnenoptik quasi bekommen. So, also hier immer auf die Säulen und auf die mittleren Steine quasi. Und dann sollte das alles in etwa so aussehen. Für den nächsten Schritt schnappen wir uns dann mal Stonebrick-Mauern und platzieren die jeweils auf diese umgedrehten Stufen oben drauf, beziehungsweise in die Zwischenräume, die jetzt sich ergeben haben quasi. So. Und wenn wir das gemacht haben, kann es allerdings manchmal dazu kommen, dass man entweder hier so eine Ecke hat, wo es quasi nicht zwischen zwei Stonebricks ist, sondern da halt noch ein normaler Stein ist. Oder, wo hatten wir das noch? Hier vorne, glaube ich, genau, dass man das hier einmal so ja, ins Leere laufen hat. Das ist natürlich auch blöd. Was wir in diesem Fall hier machen, ist, wir schnappen uns nochmal die Stufen und platzieren dann eine Stufe so, dass die hier quasi um die Ecke gehen möchte. Und da oben drauf platzieren wir dann noch eine. Dann verbindet sich hier nämlich die Mauer. Und bei solchen hier machen wir es so, dass wir einfach von innen eine Stufe dahin platzieren. Und dann allerdings auf diesen Block hier oben drauf nochmal einen Halbstein tun. Das sieht ein bisschen cooler aus. Das hatten wir hier vorne, glaube ich, nochmal. Genau, hier vorne auch. Bedeutet hier auch wieder so und den Halbstein oben drauf. Und ich glaube, hier war es auch nochmal so. Hier ist es jetzt allerdings so, hier geht es ja nach oben. Das bedeutet, hier müssen wir dann doch einen ganz normalen Stonebrick-Block hin tun. Und da oben drauf dann eine Treppe. Das sieht dann so aus. Und dann platzieren wir da oben nochmal einen Halbstein drauf. Aber wie ihr das macht und löst, ist natürlich ganz euch überlassen. Was wir jetzt noch machen, ist, wir platzieren einfach hin und wieder mal einen Halbstein oben drauf auf die Blöcke. Sieht dann nochmal ein bisschen abwechslungsreicher aus. Und das ist halt auch wieder, wie ihr möchtet, einfach ganz zufällig. Es hat kein Muster. Ich mache hier, glaube ich, auch noch einen hin. Oder? Ihr könnt auch mal zwei machen, wenn es besser aussieht, aber ich glaube, in diesem Fall lasse ich hier doch einen. So, und dann sollte das irgendwie so aussehen. Macht da nochmal einen drauf, so, perfekt. Und dann können wir uns weiter um die Mauer kümmern. Denn die Mauer sieht natürlich aus Steinen nicht so toll aus und deswegen werden wir die jetzt noch ein bisschen aufpeppen. Und zwar brauchen wir dafür Andesit, wir brauchen dafür Cobblestone und auch Mossy Cobblestone. Und dann fangen wir einfach an, hier ein paar Blöcke auszutauschen. Also statt einfach nur einer Steinmauer, könnt ihr natürlich aber auch benutzen, wenn ihr möchtet, haben wir jetzt hier eine Steinmauer aus Andesit, aus Cobblestone und dann auch aus Mossy Cobblestone. Und da macht ihr das dann einfach zufällig mal hin und wieder einfach irgendwo hin. Könnt ihr auch mal in den Boden davor machen, wobei ich das, glaube ich, erst später mache. So. Dann müsst ihr einfach dafür sorgen, dass es halt ein bisschen zufällig aussieht und dann wird das schon passen. Und auch hier natürlich immer schön random mal ein paar von den Blöcken da reinbauen. So, und das machen wir jetzt einmal wieder auf der kompletten Länge der Mauer. Fertig sieht das Ganze dann in etwa so aus. Und als nächstes kümmern wir uns noch ein bisschen um die Mauer und dekorieren die noch etwas weiter. Zunächst können wir uns einmal Laternen schnappen und die dann immer auf diese Steine, die keinen Halbstein oben drauf haben, quasi stellen. Oder eben nicht auf alle, sondern hin und wieder mal. Auch wieder hier am besten ist natürlich, wenn es zufällig einfach aussieht. Nur Hauptsache eben hin und wieder mal, damit da eben ein bisschen Licht ist. Das sieht eigentlich immer ganz cool aus. Und ich würde sagen, so kann man es lassen. Was wir dann noch machen, ist, wir schnappen uns diesen gemeißelten Stein und platzieren den jetzt einfach random mal in diese Säulen rein. Und zwar immer relativ weit oben. Sieht eigentlich auch immer ganz cool aus, wenn man die so da nochmal zwischen platziert und dann möglichst sichtbar immer. Könnt ihr auch mal ganz oben platzieren oder ein bisschen weiter nach unten.
aber sie sollten schon in der oberen Region quasi sein und nicht ganz unten. Könnt ihr natürlich aber auch machen, wenn es euch gut gefällt, so, aber mir persönlich gefällt das oben ein bisschen besser. Und dann sieht das ungefähr so aus. Was wir dann noch machen können, ist die Säulen ein bisschen schwächer aussehen lassen. Und zwar nehmen wir dafür quasi nochmal Treppen und machen die dann so dahin. Das sieht nämlich so aus, als würden die schon irgendwie ein bisschen kaputt sein, als würden hier ein paar Steine vielleicht schon fehlen oder als wären die schon mal irgendwie, keine Ahnung, angegriffen worden oder sowas. Und das kann man natürlich dann überall machen, auf ganzer Linie. So, hoppala, so, zack, machen wir den wieder hin. Das können wir dann halt hin und wieder mal machen. Das müsst ihr natürlich nicht überall machen, aber hin und wieder, denke ich, kann das auf jeden Fall nicht schaden. So. Was wir dann auch noch tun können, sind Fenster einbauen. Das habe ich in ziemlich vielen Mauern und Burgen schon gesehen, dass man einfach Fenster da einbaut. Ich persönlich finde das ein bisschen komisch, weil wieso sollte man da Fenster einbauen? Wenn man eine Mauer hat, dann soll die ja irgendwie beschützen. Und ein Fenster ist natürlich super einfach, irgendwie kaputt zu machen und da einzudringen. Aber falls ihr ein Fenster haben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Oder mehrere Fenster. Und zwar guckt ihr dann immer, wo die umgedrehte Stufe ist und macht dann unter die beiden Blöcke weg. Und dann platziert ihr von innen einmal auf den unteren Block eine ganz normale Eichenfalltür und oben auch. Dann klappt ihr die zu. Und dann macht ihr von der anderen Seite mit Shift und Rechtsklick nochmal gegen die beiden Falltüren, quasi Fichtenfalltüren gegen. Und das sieht dann so aus, als wenn die so verriegelt quasi, beziehungsweise wenn man die aufmacht, dann sieht das halt so aus, als wäre da nur noch so ein Gitter vor und das könnt ihr dann auch aufmachen. Finde ich, hat eine ziemlich coole Optik und so kann man es dann auf jeden Fall lassen und so sieht es halt zumindest ein bisschen geschützt aus und man kann sie halt zuklappen und dann sieht das so auf Verteidigungsmodus aus. Und das könnt ihr jetzt natürlich auch hier überall einfach mal random nochmal reinhauen. Müsst ihr natürlich auch wieder nicht so machen, ihr könnt das auch ganz anders machen, aber ich versuche euch hier nur so ein paar Ideen zu geben. Und falls euch eben das Design gefallen hat, könnt ihr das ja auch so abbauen. Dann mache ich hier vorne, glaube ich, nochmal eine rein und dann reicht das aber auch. So, dann hier wieder mit Shift-Rechtsklick, wie gesagt, die Falltüren gegen und dann zuklappen oder offen haben, je nachdem, wie ihr es haben möchtet. Und dann sieht das Ganze schon mal ganz cool aus, wobei ich, glaube ich, hier dann doch nochmal einen reinmache. So, zack, und oben auch nochmal gegen. Und dann kümmern wir uns nämlich noch ein bisschen um die Säulen quasi. Denn wir haben jetzt quasi die Mauer noch ein bisschen texturiert mit verschiedenen Blöcken. Und ich mache hier, glaube ich, sogar nochmal einen hin, so. Und das gleiche können wir natürlich auch mit den Säulen noch machen. Und so gibt es ja diese kaputten Stone Bricks quasi und auch die bemoosten. Und die werden wir jetzt mal einbauen. Und meine Idee ist dabei meistens, dass ich diese kaputten immer dafür nehme, wenn das so irgendwelche Punkte sind, wo quasi ziemlich viele Lasten aufeinander wirken. Zum Beispiel hier könnte ich mir vorstellen, dass hier eben sehr viel Last ist und dementsprechend könnte es da wohl eher kaputt gehen. Und dementsprechend platziere ich das da. Das kann man natürlich auch relativ weit unten machen, so dass das Fundament irgendwie schon so ein bisschen kratzig ist. Und das platzieren wir jetzt nicht immer auf derselben Höhe am besten. Das sieht immer ein bisschen doof aus, wenn das so erkennbar ist, das Muster quasi, sage ich mal. Sondern ihr platziert das einfach dann hier hin und wieder mal, so wie ich ungefähr. Ja. Und dann könnt ihr natürlich auch diese bemoosten Varianten davon auch nochmal nehmen und die platziere ich dann meistens immer in der Nähe von dem Mossy Cobblestone, beziehungsweise eher unten, weil ich dann so von unten quasi Pflanzen hochwachsen lasse. Und das wäre natürlich irgendwie ein bisschen komisch, wenn die irgendwie oben anfangen zu wachsen. Und deswegen platziere ich die meistens so eher in der unteren Region. Und dann könnt ihr natürlich auch diese Treppen alle mal hin und wieder ein bisschen austauschen, wenn ihr da nochmal so ein bisschen Mossy-Treppen haben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. So. Und das gleiche könnt ihr natürlich oben auch noch machen, da haben wir auch überall bis jetzt die ganz normalen Treppen. Und die können wir natürlich auch noch austauschen. Und zwar benutze ich dafür jetzt zum einen diese Mossy-Treppen, die ich eben schon benutzt habe. Aber ihr könnt natürlich auch Cobblestone-Treppen benutzen. Andesit-Treppen und natürlich auch Mossy-Cobblestone sowieso. Und natürlich den ganz normalen Stein. Und damit werden wir jetzt hier auch ein paar Treppen austauschen. Das bedeutet, ihr geht einfach hin und wieder mal hin. Und da, wo es passt, tauscht ihr dann einfach die Treppen aus. Aber natürlich nicht alle. Es sollen natürlich noch ein paar Stonebrick-Treppen quasi überbleiben. So. Und das macht ihr, wie gesagt, dann auch nochmal auf der ganzen Länge. Danach können wir natürlich auch die Mauern oben noch ein bisschen austauschen, wenn ihr dazu Lust habt. Und zwar hier natürlich auch wieder Andesit, Mossy und Cobblestone Varianten. Ihr könnt rein theoretisch natürlich alles nehmen, aber ich empfehle euch eigentlich immer so in so einem Farbschema zu bleiben. Also es ist schon okay, verschiedene Blöcke zu benutzen, aber die sollten jetzt nicht so durcheinander sein, finde ich. Aber falls euch das gefällt und das genau euer Stil ist, könnt ihr das natürlich auch machen. Ich will hier ja, also ne, bei Minecraft gibt es ja kein richtig und kein falsch quasi, deswegen könnt ihr da auf jeden Fall machen, was ihr möchtet. Ich zeige nur, wie ich sie am coolsten finde und dementsprechend baue ich das Ganze hier auch. Und wenn wir das gemacht haben, ich glaube, wir sind auch schon fast fertig, jo. Dann machen wir als nächstes nochmal etwas untenrum. Und zwar machen wir dann hier ein paar extra Blöcke noch hin, damit das unten ein bisschen massiver aussieht. Denn jetzt sieht es ja gerade noch irgendwie sehr linear aus, wenn man nach unten guckt. Und gerade zum Beispiel hier die Ecke, das ist ja eigentlich nicht so spannend. Und dementsprechend platzieren wir hier dann einfach mal random ein paar Blöcke wieder hin. Und versuchen das dann irgendwie ein bisschen cool aussehen zu lassen und ein bisschen, weiß nicht, so als wären hier vielleicht Steine runtergefallen schon mal
oder irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die hier kaputt rumliegen und so, kann man natürlich auch immer mal machen. Und das machen wir jetzt auch nochmal überall, wo es gut aussieht. Hier zum Beispiel könnte ich mir das vorstellen, dass man hier vielleicht noch ein bisschen was hinstellt, so. Dann hier vielleicht einfach nochmal einen Halbstein und nochmal so ein, eine Treppe meine ich natürlich, und nochmal einen Halbstein oben drauf. Hier ist es natürlich immer gefährlich, wenn man jetzt hier was hinstellt, dann ist man ja quasi schon fast hier bei dem Fenster. Dementsprechend auf sowas immer achten, dass ihr da vielleicht nicht unbedingt was hinstellt, sondern halt immer da, wo es passt. Hier geht es theoretisch gerade noch. Also hier könnte man zwar auch hochhüpfen, so, aber ja. Na, also einfach ein bisschen drauf achten. Und hier könnte man dann zum Beispiel auf jeden Fall nochmal was hinstellen. Dann einfach hier ein bisschen Halbsteine und ein bisschen andere Steine einfach hinbauen. Hier vielleicht so ein und dann Halbstein oben drauf. Einfach damit das hier noch ein bisschen untenrum nicht so langweilig aussieht und eben auch wie oben so ein bisschen abwechslungsreicher einfach ist. Dann sieht das schon ganz gut aus. Hier könnt ihr natürlich auch wieder alle Blöcke benutzen, die wir hier auch schon benutzt haben. Und so wird das Ganze dann immer besser. Und eine letzte Idee habe ich hierfür auch noch. Und an der Stelle, falls ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr schon mal Hashtag Mauer in die Kommentare schreiben. Und falls ihr noch andere Ideen habt, die ich für Sachen, die ich irgendwie bauen soll, kann, möchte, was auch immer, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich gebe mir meistens Mühe bei sowas. Ja, und ich würde sagen, den hier machen wir doch nochmal weg. Und stattdessen machen wir hier sowas. Dann da oben vielleicht dann drauf. Ja, ich glaube, das kann man machen. So. Was man dann auch natürlich immer noch machen kann, sind so kleine Fitzen davor. Das finde ich auch immer ziemlich cool. Und zwar brauchen wir dafür auch wieder Halbsteine und Treppenstufen quasi. So. Dann nehme ich nochmal Stein oder Cobblestone, wäre auch cool. So. Und dann brauchen wir noch Wasser dafür. Und was wir dann noch nehmen, ist einmal dieser Dirt, der immer Dirt bleibt und nicht von Gras überwachsen wird. Und dann noch Potsoil. Und dann können wir zum Beispiel hier hingehen und dann hier so eine kleine Fitze bauen. Und zwar platzieren wir hierfür dann erstmal unter der Mauer nochmal Blöcke, damit das so aussieht, als würde das halt irgendwie noch ein Fundament haben oder sowas. Und dann platzieren wir hier einfach so ein paar Stufen und Treppen zusammen und lassen das dann hier so aussehen, als wäre das hier so eine kleine Delle im Boden. Und da können wir dann einfach Wasser reinfließen lassen quasi. Und dann sieht das eben so aus, als hätte man hier jetzt so eine Fitze. Wobei das hier nicht ganz so aussieht, da machen wir dann lieber so. Und drumherum platziere ich dann noch Potsoil und diesen normalen Dirt eben, diesen Dirt, der halt immer Dirt bleibt. Dann sieht das so ein bisschen schlammig aus. Und das können wir natürlich auch überall mal ein bisschen machen. Einfach so, als würde hier irgendwie das Wasser dann runtertropfen oder so und nicht weggehen, keine Ahnung. Ist eigentlich auch immer ganz witzig, sowas zu machen. Und diese ganzen Kleinigkeiten, die man jetzt halt insgesamt baut in so einem großen, in so einem großen Gebäude wie zu einer Burg zum Beispiel, also die rechnen sich halt schon zusammen. Also ich habe jetzt rein theoretisch ganz viele Kleinigkeiten gemacht, die so an und für sich nicht so weltbewegend sind, sage ich mal. Aber insgesamt, so in der Gesamtheit am Ende, sieht das dann halt doch schon ganz cool aus, wenn man sich es dann so anschaut. Und was wir dann auch noch machen können, ich mache hier vorne nochmal so eine kleine Pfütze hin. Und danach, wenn ich das fertig gemacht habe, so, ich platziere so, glaube ich, nochmal ein. Nee, ich mache so oder so. Ja, ich glaube, so kann ich es lassen einfach. Und dann vielleicht hier nochmal so rum ein. So, dann hier Wasser rein, zack, zack, zack. Noch ein bisschen Dirt drumherum, wie gesagt. So, mache ich dann hier auch nochmal ein bisschen, einfach für die Abwechslung eben. Und dann können wir nämlich hier noch ein paar Pflanzen hinstellen. Das sieht dann natürlich auch immer noch ziemlich cool aus. Aber auch da wieder darauf achten, dass ihr jetzt zum Beispiel nicht so viele Leaves benutzt, also nicht so viele Blätter, sonst kann man da ja hochklettern. Das wäre natürlich blöd. Und zwar schnappe ich mir jetzt hier mal Gras und dieses ganze Zeug hier. Seerosen können wir tatsächlich auch benutzen und aufs Wasser stellen. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier vorne eine Seerose hinbauen. Dann hier irgendwie hohes Gras oder sowas. Dann sieht das Ganze hier noch so ein bisschen bewachsen aus. Dann stellt ihr hier noch irgendwelche Gräser hin und Farne und sowas. Und ihr könnt natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen Laub hier hinstellen zum Beispiel, sowas. Dann hier vielleicht ein bisschen höher. Und dann, wie gesagt, alles zusammen sieht dann natürlich richtig cool aus. Und so die einzelnen Sachen an sich machen zwar nicht so viel her, aber wie gesagt, alles zusammen ist dann natürlich umso besser. Und dann, wie gesagt, auf diese ganzen Halbsteine und so, auf diese Möchtegern-Pfützen, könnt ihr dann auch Lilypads setzen hier. Wie heißen die auf Deutsch? Seerosen quasi. Genau. Und dann sieht das Ganze schon mal ziemlich cool aus. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ist natürlich super viel Arbeit, sowas im Survival zu bauen oder auch im Creative. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall die Mühe wert. Was man oben noch machen könnte, ist, wenn man hier zum Beispiel keinen Stein haben möchte, auf dem man läuft oder sowas oder marschiert, dann kann man das einfach mit Holz natürlich austauschen. Also dass wir jetzt zum Beispiel sagen, hier oben soll irgendwie so ein Holzweg entlang, wo dann die Soldaten irgendwie drüber laufen oder sowas, könnt ihr das natürlich hier einfach alles austauschen, so zum Beispiel. Und dann habt ihr hier oben auch eine super coole Möglichkeit, eben eure Truppen marschieren zu lassen zum Beispiel oder irgendwie selber da zu marschieren, was auch immer. So.
Und dann ist das eigentlich soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, soweit gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, wie gesagt, Hashtag Mauer in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit der Mauer. Ich hoffe, sie gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.